damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Das letzte Mal sind wir hier in diesem Pumpenraum stehen geblieben, den wir jetzt abschalten müssen, damit der Joker nicht weiterhin das Titanabwasser in die Wasserversorgung von Gotham City leitet. Dafür haben wir hier das Ding, weil dieses verfolgt wird und... Das ist die erste Pumpe, die nicht mehr läuft. Toll, dann müssen wir nur noch zwei finden. Hier haben wir nochmal eins. Oracle, das ist die zweite Pumpe, die abgestellt wurde. Jetzt nur noch eine. Im östlichen Pumpenraum. Druckregelanschluss ein. Hört ihr nicht zu? Ich sagte, stopp ihn! Aber er ist entkommen. Strengt euch mehr an, sonst werde ich euch... Wow. Wie viele Zähne muss ich eigentlich? Alles klar, hier habe ich echt bald alles. Fehlen mir noch zwei Trophäen. Fünf Trophäen. Ein Rätsel. Und zwei Chroniken und ein paar Zähne. So steht da. Zähne zerstört, 17. 3 fehlen. Hier haben wir eine hübsche Stealth-Mission. Ohne vermiete Waffenschein. Ja, nice. Du magst Höhlen. Steck deinen Kopf raus, dann blase ich ihn dir weg. Wie bin ich hier nur reingerutscht? Da. Machen wir hier mal auf. Die haben es ja alle im Genick und können nicht nach oben gucken. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Schon wach auf! Verdammt, er ist ohnmächtig! Was machen wir jetzt? Seid still und sucht weiter! Batman, kannst du mich hören? Zeige dich! Ich sehe euch bald, ich sehe euch drei. Warte, ich komm mit! Den Boss gehört. Oh Gott, nein, hier drüben liegt auch noch einer. Was ist mit dir passiert? Nee, schade, ist nicht lang. Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten, verstanden? Batman, kannst du... Schade. Nee, nur andersrum. Vielleicht hätten sie ja die wirklich auf der anderen Seite nehmen müssen. Schade. Naja. Habt ihr ihn nicht gefunden? Warum macht ihr nicht weiter? Er ist da unten. Ich weiß das, ihr wisst das. Also los! Ich bin zu alt, um in einer stinkenden Höhle festzusitzen. Warum bin ich nur in diese Sache verwickelt? Hier drüber ist auch noch. Sehr schön. So, dann machen wir hier mal auf. Dieser Ort
Nerven. Hier durchzugehen. Drei Leute auf meinem Club spielen. Ich will das Koffer mit einer Flugwelle zerstörerischen Matschen ausgelöscht werden! Ist das zu viel verlangt? Warte, ich komm mit dir! Ist hier unten. Alles stinkt, ich bin voller Schmiere und Batman ist hier. Ich weiß es. Er ist hier! Hier drüben, die verdammte Wand ist verschwunden. Was ist passiert? Beruhigen wir uns und finden wir ihn. Sehr schön. Ich sagte, die Fledermaus muss aufgehalten werden. Hat keiner zugehört? Es ist fast so, als wollte mir keinen Ausbruch. Die Tat veredelte Mutanten Babys, die über Kopf und Heer fallen. Ich lief auf meiner Insel herum. Ich kam am Zuchthaus vorbei und ekelte mich bei den Gedanken an den Dreck, den es enthielt. Okay. Ich sah auf die Gotham Bay und erspähte Lichter. Mir war klar, dass Boote noch mehr Degenerierte in meine Stadt bringen würden. Ich schwor einmal mehr, sie vor dieser Dunkelheit zu beschützen. Alles klar, mein lieber Herr Archer. Ja.
muss man langsam sein Wahnsinn durchkommen. Dass wir die zwei auch die ganze Zeit ausschalten können. Gehen wir einfach von unten das Ding mit dem Engel, mit der Kreide einsetzen. Naja. Damit funktioniert Pumpe 3 nicht. Ich werde zur Oberfläche zurückkehren und Ivy aufspüren. Melde dich, wenn du was brauchst. So, verhindere das Jonathan. Ich erinnere, dass Kolsnive eben zerstört. Das ist unsere nächste Mission. Was machen wir hier nochmal? Joker! Die Fledermaus! Frag ihn nochmal!
Komm schon! Ach komm. Ich würde gern meinen Fans für ihre unsterbliche Unterstützung danken. Und den Menschen von Gotham, die ich sehr, sehr bald sehen werde. Wirklich jetzt?
So viel ist hier halt echt nicht mehr. Aufgezeichnet auch. Ah! Okay. Das Ding ziehen wir ja einmal weg. Ah, eine weitere Chronik von Arkham. Ich stritt mit einer Gruppe junger, eifriger Ärzte. Sie langweilten mich mit Theorien und Ideen und bewiesen, dass sie nicht wussten, wie sie diese Tiere heilen sollten. Nur eine teilte meine Vision. Ich gab ihr die Chance, ihren Traum umzusetzen. Sie sagte ja. Zusammen wären wir ein gutes Team. Na, das ist doch sehr, sehr schön. Einfach eine Platte aus der Hand nach der anderen reißen, Alter. Ich weiß nicht, ob das in diesem Aufzug schaffen so gut ist. Auf Karte ist hier irgendwie nichts mehr, also passt schon. Zaz zählt darauf, dass du seine Arbeit findest. Was ist das alles? Naja. Ivy wird stärker. Ich muss sie aufhalten. Ich glaube, sie ist noch im Garten, wo du sie gelassen hast. Aber sie beherrscht ihn jetzt. Du läufst in die Falle. Das glaubt sie jedenfalls. Ist es wirklich eine Falle, wenn man weiß, dass es eine Falle ist? Uff. Da drüben haben sie jetzt endlich das, haben sie jetzt auch schon aufgebaut hier. Jokers lachendes Gesicht. Aber dann leiten wir mal direkt rüber zum Garten. War das der Garten hier? Doch, das war der. Nee, jetzt ist es mir egal. Kommt. Die Insel gehört jetzt mir. Das war ein Arkham aus. Noch tun. Ich bin überall. Meine Babys kennen jede deiner Bewegungen. Du und
und deinesgleichen. Ihr seid arrogant genug zu glauben, dass ihr uns zerstören könnt. Du wirst scheitern und wir werden die stärkste Macht auf dem Planeten. Die Pflanzen waren einst die stärkste Macht auf dem Planeten. Mensch hat sie gelernt. Arkham Island West. Hier ist echt noch einiges zu erledigen. Unter anderem noch ein Patientengespräch. Schätze mal, das war's. Oder gar von Arkham. Das Erbe dieser Insel wurde gründlich in der Insel. Du wirst zahlen, Batman, dafür, dass du meine Babys verletzt hast. Oh Gott, hört sie jemals auf, über ihre Pflanzen zu reden? Wenn ich mit Batman fertig bin, bin ich hinter dir her, Joker. Ach, wirklich? Das nenne ich Dankbarkeit, hä? Frauen, du gibst ihnen Geschenke, Versuchschemikalien und schöne Kleider und sie wenden sich trotzdem. Ach, ihr Glück! Ich habe eine Armee. Eine Dosis Titan, die mir eine ganze Stadt ausreicht und eine Tüte Unkraut. Komm und sieh mich, wenn du dran bist. Das ist... Diese Drecksscharfschützen. Ich dachte, du würdest länger durchhalten. Ich hasse sie. Du wirst zahlen, Batman. Dafür, dass du meine Babys verletzt hast. Wenn ich mit Batman fertig bin, bin ich hinter dir her, Joker. Ach, wirklich? Das nenne ich Dankbarkeit, hä? Frauen, du gibst ihnen Geschenke, Versuchschemikalien und schöne Kleider und sie wenden sich trotzdem gegen dich. Habt ihr Glück? Ich habe eine Armee. Eine Dosis Titan, die für eine ganze Stadt ausreicht. Und eine Dosis Alter! Komm und hinter mich, wenn du mit Batman fertig bist. Ich hasse diese Drecksscharfschützen. Ich grüße meinen gefallenen Feind. Du wirst zahlen, Batman, dafür, dass du meine Babys verletzt hast. Oh Gott, hört sie jemals auf, über ihre Pflanzen zu reden? Wenn ich mit Batman fertig bin, bin ich hinter dir her, Joker. Ach, wirklich? Das nenne ich Dankbarkeit, hä? Frauen, du gibst ihnen Geschenke, Versuchschemikalien und schöne Kleider und sie wenden sich trotzdem gegen dich. Na, viel Glück! Ich habe eine Armee, eine Dosis Titan, die für eine ganze Stadt ausreicht und eine Tüte Unkraut für die Stadt. Komm und finde dich, wenn du mit Batman fertig bist. Das wird lustig. Du bringst den Wein mit, ich mach den Salat. So, 10 Fokus-Szenen zerstört, wie viel gibt's hier? 10. Okay. Und hier draußen gibt's natürlich alle 3. Meine Herausforderungen erscheinen denen, die die richtige Person. Meine Herausforderungen erscheinen denen. Die Stadt. Ja. Ah, Wayne Enterprise. Kann man von hier aus sehen.
Charakterbiografie freigeschaltet. Bruce Wayne, na also geht auch. Als Kind wohlhabender Eltern verlebte Bruce Wayne eine idyllische Kindheit, die geprägt war vom starken Gerechtigkeitssinn seiner moralischen und philanthropischen Eltern Thomas und Martha. Nach der Ermordung seiner Eltern durch einen Straßenräuber schwor er an ihrem Grab, das Verbrechen in Gotham fortan mit aller Härte zu bekämpfen. Er verließ Gotham, um seine mentalen und körperlichen Fähigkeiten in aller Welt zu stellen und kehrte schließlich als dunkler Ritter in seine Heimatstadt zurück. Bürgerlicher Name Bruce Wayne, Beruf CEO und Philanthrop, Augen blau, Haare schwarz, Größe 1,88, Gewicht 95 Kilo. Sein erstes Auftreten war in den Detective Comics Nummer 27 im Mai 1939. Eigenschaften: in körperlicher und mentaler Höchstform, Arsenal technischer Gadgets, Fahrzeuge und modernster Technologien, Erfinder, Detektiv, hochintelligent, per zahlreiche Kampf... Ja gut, das sind einfach die ganzen Sachen, die auch Batman hat bei den Eigenschaften. Jo. Weil man bei Bruce Wayne auch so. Ich meine, das ist eine Eigenschaft, die nicht jeder hat. Aber dann würde ich mal sagen, sehen wir uns jetzt in der nächsten Folge wieder von Let's Play Batman Arkham Asylum, wenn wir Poison Ivy stellen.